Gott sei Dank für Gottes Wort. And thank God for the armor of God. Und Gott sei Dank auch für die Waffenrüstung Gottes. We are protected. Wir sind beschützt. Father, we thank you for this awesome time together. Vater, wir danken dir für diese gewaltige Zeit zusammen. We praise, we worshiped, we testified. Wo wir Zeugnisse gegeben haben, wo wir Lobpreis und Anbetung dir dargebracht haben. We've given today. Alles, was wir dir gegeben haben. And Father, we pray. Und Vater, wir beten. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Say what you want to say. Sag du das, was du sagen möchtest. And do what you want to do. Und tue, was du tun möchtest. Through the message today. Durch die Botschaft heute. Change lives. Veränder du Menschenleben. Through us. Durch uns. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, you have an idea. Nun. Habt ihr eine Ahnung und Vorstellung? This is how we're gonna go out tonight. So werden wir heute Abend rausziehen auf die Straßen. And for those of you that are on the live stream, und für diejenigen von euch, die am Livestream verbunden seid, we have 100 bags of candy and tracts that we will be giving out tonight. Wir haben hier 100 so Tüten fertig gepackt mit Süßigkeiten und Traktaten drin, die wir heute Abend verteilen werden. No, we don't celebrate Halloween. Nein, wir feiern Halloween in keinster Weise. We celebrate Reformation Talk. Wir feiern den Reformationstag. But this is an opportunity, aber das hier ist eine Gelegenheit, that we are taking, die wir auch ergreifen, to share the gospel, das Evangelium zu teilen with kids and with youth. Mit Kindern und Jugendlichen. And so we have teams that will be going out, wir haben Teams, today, die heute Abend rausziehen werden. At 5 o'clock, um 17 Uhr geht's los. You can be praying for them, und ihr könnt für sie beten. And Martin and I will be protecting them. Und Martin und ich werden sie schützen. The Lord will be protecting them. Der Herr wird sie schützen. But anyway, we're gonna preach in our outfits today. Wie auch immer, wir werden heute hier die Botschaft in unseren Verkleidungen bringen. And just to kind of give you an idea how we're gonna bring the word tonight. Einfach um euch so ein bisschen eine Vorstellung davon zu geben, wie wir heute Abend auch das Wort rausbringen werden. Amen. Amen. But before I get into my part of the message, aber bevor ich in meinen Teil der Botschaft einsteige, I've asked Rudolph to come up and teach us a little bit about Halloween and what it means and why we don't celebrate it. Bitte ich noch Rudolf jetzt raufzukommen und seine Lehre über Halloween zu geben und wirklich aufzuklären, warum wir Halloween eben nicht feiern, sondern Jesus suchen. And then we have some information that we're going to pass out to you adults. Und wir werden dann auch Informationsflyer an euch Erwachsene verteilen. Ja. Also wo kommt das Halloween her? Was ist die ursprüngliche Bedeutung von all dem, was an Halloween getan wird, was ja eigentlich Spaß macht, lustig ist, so zu den Häusern gehen und Süßigkeiten sich zu holen, das ist was Lustiges. Und da hat es auch ein Spiel gegeben, wo man dann, wenn man nachher, nach diesem Raubzug, wenn die Kinder nach Hause kommen, hat man einen Topf. Und da tut man Wasser rein und Äpfel und dann geht es darum, wer die Äpfel aus dem Topf praktisch rausfischen kann. Das ist so ein Spiel. Ich glaube, in Amerika kennt man das auch. Ich kenne es nicht, aber die Kinder machen das. Ja, die machen das. Und ich sage euch jetzt mal, was der Hintergrund ist und ob ihr es dann noch so lustig findet. Müsst ihr selber entscheiden. Also die Wurzeln für Halloween und diesen Feiertag kommt aus England, Irland, aus dieser Region. Und zwar war das ein heidnisches Volk, die Kelten. Und die Kelten waren bekannt als sehr barbarische, grausame Krieger. Und die hatten auch sozusagen geistliche Führer, das waren die Druiden. Und der eine oder andere kennt es hier in der Region auch. Es gibt sowas wie Druidenhaine oder bestimmte Orte.
Und an diesen Orten sind oft auch Steine aufgestellt, Druidensteine, findet man in der fränkischen Schweiz. Und dort wurden Kulthandlungen gemacht. Und diese Stonehenge, diese Steinkreise, die in England oder auch in anderen Ländern sind, die wurden dazu benutzt. Und einmal waren sie ein Ort, wo man in die Sterne geschaut hat und an diesen Formationen auch bestimmte Sternbilder und Dinge sehen konnte. Und unter anderem wurden dort auch magische Riten durchgeführt. Eins von diesen Riten, die an diesen Festtagen, die Halloween aus sind, oder zur Sonnenwende im Winter, sowie auch also Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr, im Herbst und die Sonnenwende im Sommer oder im Winter. Das waren so diese Hauptfeiertage. Und dort haben sie auch Menschen geopfert. Das war ein Teil, um ihre Macht zu bekommen. Und die Bibel sagt ja auch, das Leben ist im Blut. Und das haben diese Priester dort gemacht. Und wo kamen diese Menschenopfer her? Also an diesem Halloween-Tag sind die losgezogen, diese Druiden, diese Priester, und sind zu den reichen Besitztümern gegangen, zum Schlössern, zu Herrschaften, die auch Diener hatten, und sind dorthin gegangen unter der Androhung von Saurem, sich Süßes zu erbitten. Und das Süße, was sie wollten, waren Menschen. Also man kann sich vorstellen, da war große Furcht an diesen Tagen, wenn die losgezogen sind. Die hatten Laternen dabei, das waren diese Kürbisse. Dort hatten sie Fett von Menschen drin, das ist gebrannt. Und da gingen sie zu die Häuser. Und dann, wenn diese Gutsherren mit ihnen kooperiert haben, haben sie einen Bediensteten mitgegeben. Und das heißt, die haben jemanden mitgenommen, das waren vielleicht junge Kinder oder also einfach Dienstmägde oder Stallburschen oder was auch immer. Und für den Segen, was sie dann gelassen haben, sie haben einen Kürbiskopf stehen lassen vorm Haus, und der sollte das Haus dann vor bösen Geistern beschützen. Das war der eine Part. Wenn dieser Gutsbesitzer gesagt hat, nein, das mache ich nicht, dann wurde mit Menschenblut Zeichen an das Haus gemacht und diese dämonischen Geister beschworen, und die haben die dann oft so attackiert, dass sie in den Tod getrieben wurden. Also die zwei Sachen sind da passiert. Man muss wissen, wenn die dann von ihren Zügen zurückkamen, das habe ich nicht genau herausgefunden, wie die Menschen dort umgebracht haben, ob sie verbrannt haben oder ob es ein Brandopfer war. Aber es ist dann, das war jetzt die Sache, wo man dann zurückkommt, also dieses Spiel. Dieses Spiel war folgendes, das haben die Druiden gemacht, das war ihr Spiel, die haben die aufgestellt, und dann hatten sie Pötte mit siedenden Öl oder siedend heißes Wasser. Und dort haben sie die Äpfel reingeschmissen, und diejenigen, die es geschafft haben, die Äpfel mit dem Mund rauszuschnappen, die wurden freigelassen. Und die anderen wurden sozusagen als Opfer dort hingegeben. Und das ist der Hintergrund davon. Und was man noch dazu sagen muss, ist, zu diesen Zeiten der Sonnenwende sind bestimmte Zeiten, also da weiß ich nicht mehr dahinter, aber man sagt, oder die sagen das in ihrer Religion, dass die Verbindung zwischen der geistigen und der natürlichen Welt sehr leicht ist. Und die haben also versucht,
diese Geister, dämonischen Geister, in die Manifestation zu bringen. Und dort haben sie ein großes Feuer angezündet und haben sich sozusagen verkleidet in böse Gestalten. Und dadurch konnten diese Geister leicht in diese Welt kommen. Und dort kommt auch die Verkleidung her. Und das ist der Hintergrund, dass ihr wisst, wo das herkommt. Und der Ursprung kommt von Nimrod. Das war der erste Machthaber in der Bibel, kann man das lesen. Er war bekannt als mächtiger Jäger und sozusagen er war der Erste, der es angestrebt hat, Macht zu haben ohne Gott. Das war sozusagen das Urbild und dieser Gott wird angebetet. Man kann auch Satan dafür sagen und andere Naturreligionen haben andere Namen, aber im Grunde geht es auf dasselbe hinaus. Das ist ein gottloser Herrscher, der als Gott verehrt wird. Ja, das ist der Hintergrund. Und dort wurden auch die Opfer sozusagen dargebracht. Genau, das ist der Hintergrund. Danke, Rudolf. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, zum Blättern ein bisschen schwierig. Ja, thank you, Rudolf, very much. Danke, Rudolf, so sehr. In the book of Acts. In der Apostelgeschichte. The word tells us. Das sagt uns das Wort. That they brought their books. Dass sie ihre Bücher brachten. And they burnt their books. Und sie haben ihre okkulten Bücher verbrannt. That had to do with occult and witchcraft. All das, was im Bereich der Hexerei und Zauberei also okkult war, das haben sie verbrannt. I showed you a video. Und ich habe euch ein Video gezeigt. 3 or 4 weeks ago. Vor 3 oder 4 Wochen oder so war das. From the crusade in Tanzania. Und zwar von der Evangelisation in Tansania. Where 100,000 people came to Jesus. Wo 100,000 Menschen zu Jesus kamen. And they set up these big barrels. Und so haben sie diese riesigen Fässer da aufgestellt. And lit the barrels on fire. Und sie haben diese Tonnen dann angezündet. Because in Africa. Weil in Afrika, the witches literally bind the people. Da binden die Hexen die Menschen buchstäblich. They put omelets and things on their bodies and tell them if you take these things off, you're going to be cursed. Indem sie den Leuten Amulette oder sonstige Gegenstände umhängen und ihnen einreden, wenn sie das jemals ablegen, werden sie an Flüchen zugrunde gehen. It's not a game. Und das ist kein Spiel. Demons are real. Denn dämonische Geister sind echt. And they really do. Things that are evil. Und sie tun wirklich echt böse, teuflische Dinge. To bring destruction. Um Zerstörung zu bringen. The devil is never your friend. Und der Teufel ist niemals dein Freund. And he's never there to bring good in your life. Und er ist auch niemals da, um irgendwas Gutes in deinem Leben hervorzubringen. Jesus came. Jesus kam. That you might have life. Damit ihr Leben habt and have it more abundantly. Und Leben im Überfluss habt. Satan comes, Satan kommt, to steal, kill and to destroy. Um zu stehlen, um zu töten und zu verderben. The Bible tells us in the book of Ephesians, give the devil no place. Und die Bibel sagt uns im Epheserbrief, dass wir dem Teufel keinerlei Raum geben sollen. The Bible tells us in the law, the first 5 books of the law, Leviticus, Deuteronomy.
Und die Bibel sagt uns auch in den ersten 5 Büchern, auch unter im Levitikus zum Beispiel und so weiter, dass God calls witchcraft an abomination. Also dass unter dem Gesetz und in den Augen Gottes diese Zauberei und Hexerei wirklich ein ganz übles Gräuel ist. And for those that are in the occult, und für diejenigen, die im Okkulten sind, because of the history of what Rudolf shared with us, and there's more. Und wegen dem, was Rudolf ja geschichtlich uns jetzt dargelegt hat, und da gibt's natürlich noch mehr. But for them, this is their easiest night in the world, they say, to contact that dead spiritual realm. And I call it dead. These are defeated spirits. Die Leute, die sich in diesen okkulten Kreisen bewegen, sie sagen, dass an diesem Festtag für sie, es für sie auch am allereinfachsten ist, mit diesen dämonischen, toten Geistern sich in Verbindung zu setzen. Und ich sage bewusst tot, weil sie ja besiegte Geister sind, die unter unseren Füßen sind. Satan is there to bring death. Satan ist da, um Tod zu bringen. To destroy. Zu zerstören. To bring destruction. Wirklich Zerstörung zu bringen. Everything that is evil. Alles, was übel, böse und teuflisch ist, comes from Satan. Kommt wirklich von Satan. Everything that is good. Alles, was wirklich gut ist, comes from God. Kommt von Gott. And that's our focus. Und das ist unser Fokus. And so when the people come to Jesus. Und wenn Menschen zu Jesus kommen, in these evangelistic meetings that I showed you the video of. In diesen evangelistischen Versammlungen, und ich habe euch ja Videos davon gezeigt. They take these omelets off. Dann reißen sie sich diese Amulette vom Hals. Or whatever they have. Oder was auch immer sie getragen haben. Or it has connected them with witchcraft. Alles eben, was sie mit in irgendeiner Form mit Hexerei und Zauberei verbunden hat. And they burn it. Und sie verbrennen diesen Krempel. And that's a scriptural thing. Und das ist schriftgemäß, das auch so zu tun. And you know, in my first church. Und wisst ihr, in meiner ersten Gemeinde. We could do this because we were out on in the country. Da waren wir draußen am Land und da konnten wir das machen. But we had a barrel set up in our parking lot. Da hatten wir auf dem Parkplatz auch ein großes Fass, eine Tonne aufgestellt. And when people got the revelation of what this stuff does in their life. Und wenn Leute Offenbarung darüber empfangen haben, was dieses Zeug in ihrem Leben wirklich anrichtet, they could do that. Dann konnten sie das auch machen. They could bring their stuff. Sie konnten all ihr Zeug bringen. I remember one time one woman brought a whole trunk full. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo eine Frau einen ganzen Kofferraum voll mit Zeug gebracht hat. Of witchcraft items. Von Gegenständen, die sie in der Hexerei verwendet hat. Satanic music. Und satanische Musik. Ouija board. All these things. All diese Dinge. And we lit that stuff. Und wir haben das dann angezündet. And we lit a lot of stuff on fire. Und wir haben echt sehr, sehr viel dort verbrannt. And celebrated the victory. Und wir haben den Sieg gefeiert. In Jesus. In Jesus. Amen. Amen. And so that's why we don't celebrate this holiday. Und wie gesagt, aus diesen Hintergründen kann man sehen, warum wir Halloween nicht als Feiertag feiern. Amen. Amen. So aren't you glad you're free? Also seid ihr nicht froh, dass ihr frei seid? Aren't you glad you have new life in Christ? Seid ihr nicht froh darüber, dass ihr in Christus neues Leben habt? Aren't you glad you can go out and give good things? Seid ihr nicht froh, dass ihr losziehen könnt, um Gutes weiterzugeben? Aren't you glad you can go out there and represent life instead of death? Seid ihr nicht froh darüber, dass ihr da draußen anstatt dem Tod Leben repräsentiert? Good instead of evil. Gutes anstatt von Übel. Love instead of hate. Liebe anstelle von Hass. Joy instead of depression. Und Freude anstelle von Depression. That's our life. Das ist unser Leben. That's what Jesus has provided for us. Who wants to follow the devil? Das ist es, was Jesus für uns bereitgestellt hat. Und wer will da dem Teufel wirklich folgen? You know, and people that think that hell's going to be a party place. Und die Leute, die denken, dass die Hölle ein Ort der Feierlichkeiten sein wird. You know what the worst hell for them will be?
Wisst ihr, was die schlimmste Hölle für diese Leute dort dann sein wird? Also wenn sie dort hingelangen, weil sie die Gelegenheit, Jesus Christus in ihrem Leben anzunehmen, abgelehnt haben. As they spend eternity, so wie sie die Ewigkeit damit verbringen, in, the lake of fire, in diesem Feuersee zu sein, which the Bible says that God created for Satan, demons, fallen angels. Über den die Bibel ja sagt, dass Gott ihn eigentlich geschaffen hat für Satan, dämonische Geister und gefallene Engelwesen. And the reason people end up there is because they hold on to that sin nature that came from the devil. Der Grund dafür, dass Menschen dort enden werden, ist der, dass sie an der Sündennatur festgehalten haben, die von Satan herstammte und die Jesus eigentlich weggeschafft hat. That's why Jesus came, to get us free. Hallelujah. Deshalb kam ja Jesus, um uns davon zu befreien. But for eternity, aber für die ganze Ewigkeit, they're gonna burn, werden sie brennen. Along with demons, devils, all evil. Gemeinsam mit allem Üblen, mit dämonischen Geistern, dem Teufel und alles drum und dran. The Bible calls it weeping and gnashing of teeth. Die Bibel nennt es das das Heulen und Zähneknirschen. It's not going to be a party place. Und das wird definitiv kein Ort der Feier sein. For eternity, die ganze Ewigkeit, there will be people that will burn there. Wird es Menschen geben, die dort brennen. And you know what the worst hell is going to be for them? Und wisst ihr, was für sie die schlimmste Hölle sein wird? They rejected their chance. Sie haben ihre Chance zur Befreiung abgelehnt. To receive Jesus as their Savior. Sie haben diese Gelegenheit abgelehnt, Jesus als ihren Erretter anzunehmen. And this is why we gotta tell people like never before. Und genau deshalb müssen wir auch gerade heute den Menschen so wie noch nie zuvor von Jesus erzählen. Time is getting short. Die Zeit wird immer kürzer. We're seeing many end-time prophecies being fulfilled in our time. Und wir sehen in unseren Zeiten heute viele Endzeitprophezeiungen in Erfüllung gehen. Halleluja. Halleluja. You can open your Bible today. Ihr könnt heute eure Bibel aufschlagen. To the book of Romans. Und zwar im Römerbrief. And I want to talk to you about Reformation. Und ich möchte mit euch sprechen über Reformation. This day is also known as Reformation Day. Denn dieser Tag ist ja eigentlich auch bekannt als der Reformationstag. And this Reformation Day has a very important time in history. Und dieser Reformationstag hat eine ganz wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte. In church history. In der Gemeindegeschichte auch. And this is one of the greatest things that we can honor the nation of Germany for. Und das ist eine der wirklich ganz großen Dinge, für die wir die Nation Deutschland auch ehren können. God has done great things through this nation. Hat durch die Nation Deutschland Gewaltiges getan. And those of you that are German, never forget that, and we're so thankful. Those of us from other nations that are Christians, we're so thankful that you had a German stand up. Und ihr Deutschen, ihr solltet es auch niemals vergessen und es wirklich auch, ihr solltet daran denken, dass wir, die wir aus anderen Nationen sind und Christen sind, dass wir echt froh und dankbar für euch als Deutsche sind, dass ihr in Deutschland Leute hatte, die aufgestanden sind against a religious system that was binding the people and sending multitudes to hell. Aufgestanden gegen religiöse Systeme, gegen ein religiöses System, was Menschenmengen gebunden hat und in die Hölle gehen hat lassen. It was during my time here. Und es war während meiner Zeit hier. Back in 2017. Im Jahr 2017. That there was a celebration of 500 years. Da war diese Feierlichkeit zu 500 Jahren. A celebration of what happened in history in this nation. Eine Feier darüber, was in der Geschichte, in der Vergangenheit in dieser Nation hier geschehen ist. There was a man by the name. Und da gab's einen Mann. Of Martin Luther. Mit dem Namen Martin Luther.
Martin Luther was very smart. War sehr clever. His mother was a very strict Catholic. Seine Mutter war eine ganz strenge oder strikte Katholikin. She raised him with a fear. Sie hat ihn aufgezogen mit einer Angst. Of God. Mit einer Angst vor Gott. You can have a fear of God, but that fear can also be very unhealthy. Man kann wirklich Furcht Gottes haben, aber diese Furcht kann auch ungesund werden. When you combine it with works. Wenn man das verbindet mit Werken. And you can use that kind of fear to bind people. Und man kann diese Art der Furcht hernehmen, um Menschen wirklich in Gebundenheit zu bringen. Jesus said that we would know the truth. Jesus sagte, dass wir die Wahrheit erkennen werden. And the truth would make us free. Und die Wahrheit wird uns frei machen. And Martin Luther, he had this fear. Er hatte diese Furcht, that maybe he would not have enough works in his life, dass er möglicherweise nicht genügend Werke in seinem Leben vorweisen kann, to go to heaven, damit er damit in den Himmel kommen kann. Maybe he didn't pray enough. Vielleicht hat er ja nicht genug gebetet. He would pray for hours. Er betete oft stundenlang. And then when he got done, he wondered if that was enough. Und als er fertig war, hat er sich immer noch gefragt, ob das wohl ausgereicht hat. He would fast. Er hat gefastet. He wondered if he fasted enough. Er hat sich gefragt, ob das genug war, wie lange er gefastet hat. He did everything he could to live the best life he could live, a good life. Er tat alles, was er nur konnte und was ihm einfiel, um so weit wie er dachte, ein gutes Leben zu führen. But when he got done doing all of these things, aber als er fertig war mit all dem Zeug, was er getan hat, he still wondered. Hat er sich immer noch gefragt, because he was taught, weil er ja gelehrt wurde, that it's your works that please God that give you entrance into heaven. Dass es deine Werke sind, die Gott wohlgefallen müssen, damit er dir Eingang in den Himmel gewährt. He said, okay. Er sagte, okay. He said, the highest place that I can go to obtain this grand, this entrance into heaven is to become a monk. Er sagte, die höchste Stufe, in die er eintreten kann, um diesen Eintritt in den Himmel sich zu sichern, ist, indem er ein Mönch wird. And he became the monk of monks. Und er wurde zum Mönch der Mönche. Any monk that knew Martin Luther, they knew this guy was serious. Jeder Mönch, der Martin Luther kannte, wusste, dass dieser Mann wirklich vollen Ernst machte. And if anybody's going to be a monk of monks, it was him. Und wenn es irgendjemanden geben sollte, dass er der Mönch unter Mönchen wäre, dann war es er. The reason that he did that, und der Grund dafür, dass er das tat, he had this experience with lightning. Er hatte dieses Erlebnis mit einem Blitzeinschlag. Just because you have a supernatural manifestation doesn't mean it's God. Nur weil eine übernatürliche Manifestation passiert, heißt es nicht, dass Gott dahinter steckt. And he was actually on his way during that time to become a lawyer. Und tatsächlich war er damals auf seinem Weg dorthin, ein Jurist zu werden. And his father had bought him a very expensive set of law books. Und sein Vater hatte ihm diesbezüglich ein ganz, ganz teures, exklusives Set von Gesetzesbüchern gekauft. And the idea was, und die Vorstellung war, we send our son to law school. Wir senden unseren Sohn ins Jurastudium. And he can become a lawyer. Und er kann Anwalt werden. Then he'll become very rich. Und dann kann er sehr reich werden. And he can take care of us when we are old. Und dann kann er sich um uns kümmern, wenn wir alt geworden sind. So he was in law school. Also er war in seinem Jurastudium. But at the same time, zur selben Zeit, it was this thing on the inside. War aber diese eine Sache in seinem Inneren. Am I doing enough? Tue ich genug?
to please God? Um Gott zu gefallen. Am I doing enough? Tue ich genug? To go to heaven. Um in den Himmel zu kommen. I don't want to burn in the flames of fire. Ich will nicht in den Feuerflammen brennen. Sometimes the messages that were preached. Manchmal waren die Botschaften, die gepredigt wurden. In the church. In der Gemeinde. Was if you give money. Die, dass wenn du Geld gibst. A coin in the coffer and a soul springs up. Eine Münze in der Box und eine Seele wird freigelassen. You can buy your relatives out of purgatory. Und du kannst deine Verwandten aus dem Fegefeuer loskaufen. You understand? Versteht ihr? All this stuff was going on during his time. All dieses Zeug war wirklich voll im Gange während seiner Zeit damals. During his life. Während seines Lebens. He was off in law school and one night he had a party. Er war in der Uni beim Jurastudium und eines Abends hatte eine Feier. And he told everybody afterward, he said, I'm going to quit law school. Und hinterher hat er allen gesagt, ich werde das Studieren aufgeben. You may never see me again because I'm going to go become a monk. Ihr werdet mich möglicherweise nie wiedersehen, denn ich habe mich entschlossen, Mönch zu werden. You know, the Bible says, wisst ihr, die Bibel sagt, that we are to be the light of the world. Dass wir das Licht der Welt sein sollen. How are you going to be the light of the world and share the gospel when you're locked up in some building somewhere trying to become a monk? Wie kannst du denn ernsthaft ein Licht den Menschen sein? Wie kannst du denn, so wie Jesus sagt, der Welt Licht sein, wenn du dich entschließt, Mönch zu werden und dich hinter irgendwelchen Mauern einsperrst, wo dich niemand sieht? Do you understand? Versteht ihr? And he was in this monastery. Und er war in diesem Kloster. Trying to obtain this level of righteousness. Wo er versuchte, dieses Niveau von Gerechtigkeit zu erlangen. To where finally this guilt feeling on the inside was gone. Wo schließlich und endlich dieses innere Schuldgefühl verschwunden sein sollte. But the problem is, das Problem ist when aber, you try to get saved by your works, wenn du versuchst, errettet zu werden durch deine you eigenen Werke, never know when you've done enough. Wirst du nie wirklich wissen, ob du genug getan hast. Because no matter how much you do, there's going to be something else that you could have done. Denn ganz egal, was du schon erreicht hast, es gibt immer noch irgendwas anderes, was du auch hättest tun können. So he was, no matter how hard he tried, also ganz egal, wie er sich angestrengt hat und wie hart er dran gearbeitet hat, it's that er war immer unzufrieden. Today in many lives. Und diese Unzufriedenheit wegen diesen Anstrengungen ist heute noch dieselbe im Leben vieler Menschen. Another thing about his upbringing in school. Eine weitere Sache in seinem Großwerden in der Schule, im Aufwachsen. You know, some of our kids think they got it tough. Und wisst ihr, einige unserer Kinder denken, dass sie es heute hart haben. When you were a child in Martin Luther's school, aber wenn man, where you went as a child, wenn man zur Zeit Martin Luthers Kind war und in die Schule ging, they had this slate. Da hatten sie slate. If the kids disobeyed this tafel, da gab's diese Tafel und wenn Kinder ungehorsam waren, if the kids disobeyed, wenn die Kinder irgendwie ungehorsam waren, they got a mark. Dann sind sie notiert worden. If the child didn't know their assignment, und wenn ein Kind nicht seine Aufgabe wusste, they got a mark. Ist auch eine Kennzeichnung erfolgt. And at the end of every school week, und am Ende von jeder Schulwoche dann, the slate would be wiped clean, ist die Tafel gereinigt worden. But the child would get one spanking per mark. Aber pro Eintrag auf dieser Tafel ist ein Kind geschlagen worden. Well, some of that it might be good to bring back. You understand? Nun, vielleicht ist es ja möglicherweise gut, einiges davon in die heutige Zeit wieder zurückzuholen. The child, das Kind, that did the worst, was am ärgsten drauf war, had to put on a moose mask. Musste a donkey mask. Musste sich eine Eselsmaske aufsetzen. And the kids, if they ever talked to that child, would call him a donkey for the day. Wenn Kinder sich mit diesem einen dann unterhalten wollten,
haben sie es dann den Rest des Tages als Esel bezeichnet. That was his background. Und das war sein Hintergrund damals. You understand? Versteht ihr? And I'm not saying that all that is okay, you understand? Und ich sage damit nicht, dass das alles nicht okay gewesen wäre. But I will say there has to be discipline in school. Was ich aber wirklich sagen will und klar machen will, dass in der Schule sehr wohl Disziplin herrschen sollte. And there are times kids are going to get their feelings hurt. Und es gibt Zeiten, wo Kinder ihre Gefühle verletzt bekommen, und das ist nun mal so, willkommen im Leben. And they have to know a no, and they have to know there's consequences when they don't obey. Und sie müssen auch ein Nein erkennen und wissen, dass Konsequenzen folgen, wenn sie ungehorsam sind. Halleluja. Halleluja. So, moving back up to where Martin is in the Martin Luther is in the monastery. Also darück zu kommen, dass Martin Luther im Kloster war. Finally, they told him. Schließlich und endlich haben sie ihm gesagt. They said, "We think you should be a teacher of Scripture." Sie sagten ihm, wir denken, dass du ein Lehrer der Schrift sein solltest. God has a way. Gott hat einen Weg. You know, when people's heart is right, and this is what I believe about this situation, they're going to find the truth. Denn wisst ihr, wenn das Herz von Leuten wirklich richtig tickt, dann wird Gott seinen Weg haben, dass solche Leute auch irgendwann zur Erkenntnis der Wahrheit durchbrechen und sie finden. He wanted to be right with God. Er wollte ja wirklich richtig vor Gott dastehen. Halleluja. Halleluja. He wanted relationship. He wanted heaven to be his home. Er wollte wirklich in Beziehung stehen. Er wollte, dass der Himmel sein Zuhause ist. And he had a call. Somebody saw something about his personality that fit into his call. Und er hatte eine Berufung und ist auch diesbezüglich angerufen worden, wo jemand gesehen hat, dass da was in seinem Leben war, was wirklich passte zu dieser Berufung. Even in this crazy situation, God was working. Selbst in dieser eigentlich total verrückten Situation war Gott mittendrin am Wirken. You know, you think about the different ways that God has moved throughout history. Und wenn man Joseph in the prison, my goodness. Nachdenkt über verschiedene Aktionen, die Gott getan hat in der Geschichte, zum Beispiel Joseph im Gefängnis, meine Güte. Daniel, the three Hebrew children in captivity in Babylon. Oder Daniel und die drei hebräischen Kinder, die in Gefangenschaft waren dann in Babylon. Which also had to go to school where they were teaching witchcraft. Wo sie ja auch in die Schule gehen mussten, wo sie Hexerei und Zauberei und so weiter gelehrt wurden. But God protected them. Aber Gott hat sie in allem mittendrin Why? Beschützt. Und warum? Because they didn't compromise. Weil sie eben keine Kompromisse machten. Halleluja! 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 Halleluja. So, someone said, you should become a Bible teacher. Also jemand sagte zu ihm, du solltest ein Lehrer der Schrift werden. Now, here was another issue. Nun, hier war jetzt noch ein weiterer Punkt. The Bible had been locked up. Die Bibel war damals ja vom Volk weggesperrt gewesen. For many, many years. Und zwar schon viele Jahre lang. Because und weil the church decided, die Kirche beschlossen hatte, that only the elite could understand what was written in the scriptures. Dass nur die Elite verstehen konnte, was die Schriften eigentlich lehrten. You see, even Catholicism began with had a good beginning. Und seht ihr, selbst der Katholizismus hatte eigentlich ursprünglich einen guten Anfang gehabt. Constantine became a Christian. Denn Konstantin wurde ja Christ. That's powerful. Das ist kraftvoll. And he was so strong about his belief. Und er war so stark bezüglich seines Glaubens, that he told the people, all of your idolatry must stop and you must become a Christian. Dass er dem Volk gesagt hat, all euer Götzendienst muss aufhören und ihr müsst Christen werden. The problem is, das Problem ist, you don't become a Christian. Man wird kein Christ by force. Durch erzwungene Maßnahmen. There's no automatic Christian. Es gibt kein automatisches Christentum. It's like, you know, you can go sit in a garage and say, I'm a car, I'm a car. That doesn't mean you're a car.
Das ist genauso, wie wenn du dich in die Garage setzen würdest und ständig vor dich hin reden würdest, ich bin ein Auto, das macht dich aber überhaupt niemals zu einem There's Auto. All kinds of people right now sitting in a church building, but they're not Christians. Es gibt gerade heute und jetzt gerade im Moment viele Leute, die in Kirchengebäuden sitzen, aber sie sind alle keine Christen. They go because that's what the wife wants, that's what the family wants, that's what the mama wants, you understand? Sie gehen zum Beispiel deshalb in die Kirche, weil es Mama will, weil es der Ehepartner will, weil es Verwandte wollen oder was auch immer. All kinds of reasons. Alle möglichen von Gründen. That's not what makes you a Christian. Aber das ist nicht das, was dich wirklich zu einem Christen macht. What makes you a Christian is when you realize what Jesus has done for you. Was dich wirklich zum Christ macht, ist, dass du erkennst, was Jesus Christus für dich getan hat. You cannot save yourself. Und du erkennst, dass du dich selbst eben nicht retten kannst. And that God loves you so much, he doesn't want you in hell. Und dass Gott dich so sehr liebt und nicht will, dass du in der Hölle endest. And so he made a way for you to get saved and become a Christian. Und deshalb für dich diesen Weg bereitet hat, dass du Errettung erlangen kannst und eben darin ein Christ wirst. In heaven there are no grandchildren. Im Himmel gibt's keine Enkelkinder. Understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? There's no God has no grandchildren. Gott hat keine Enkelkinder. He only has kids. Er hat nur Kinder. Your kids don't get there because you get there. Eure Kinder kommen nicht in den Himmel, weil ihr dorthin kommt. You're not born into the earth a Christian. Ihr werdet nicht als Christen auf die Erde geboren. It's a decision that you make from your heart. Sondern das ist eine Herzensentscheidung. And so what happened? Was passiert? Is that when Constantine forced this? Oder was passierte, als Konstantin das Christentum erzwungen and hat? And told the people you cannot worship idols anymore. Und er der Bevölkerung gesagt hat, ihr könnt Götzen nicht mehr länger anbeten. And that's a good thing to burn the idols. Und das ist ja eigentlich Definitely. An und für sich eine gute Sache, alles was mit Götzendienst zu tun hat, zu verbrennen. You understand? It's a good thing to have a Christian president, a Christian leader, a Christian king. Hallelujah. Versteht ihr? Es ist was richtig Gutes, einen christlichen Präsidenten, König oder sonstigen Staatsführer zu haben. But there still must be freedom of religion because people need to make a decision from their heart. Aber es muss trotz allem eine Freiheit zur Entscheidung sein, von Herzen wirklich sich für den Glauben wirklich hinzugeben. It's not a shotgun wedding with God. Es ist keine Hochzeitsfeier unter Maschinengewehr-Androhung. He by his love gives his word to you. Durch sein Wort gibt er dir seine Liebe und And then you realize, wow, Jesus is my savior. Und da erkennst du, hey, wow, Jesus ist wirklich mein Retter. You understand? There's two parts. You don't want to burn in hell, but at the same time, you want relationship with a loving father. Es sind zwei Sachen hier, versteht ihr? Man auf der einen Seite will man nicht in der Hölle brennen, auf der anderen Seite will man aber wirklich von Herzen in Beziehung stehen mit Gott als liebendem Vater. Halleluja. Halleluja. So what happened? Was passierte, was when the idols were removed, war, als die Götzen alle entfernt wurden and Christianity was forced, und Christentum erzwungen wurde, the people started praying to the saints. Da haben die Menschen angefangen, zu den Heiligen zu beten. There's no place in the Bible to pray to Mary. Es gibt aber keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass man zu Maria beten sollte. Mary is a woman like any woman here. Maria war eine Frau, wie jede andere auch hier ist. Now we honor her, nun, wir ehren sie, because she was a believer. Weil sie eine glaubende Frau war. She had a fear, a good fear of God. Sie hatte wirklich Ehrfurcht, also die gesunde Art Furcht vor Gott. You understand? Versteht ihr? Hallelujah. Halleluja. We honor that. Und das ehren wir. Just like I said, we honor the Germans. Thank God, something great came out of your nation. We honor that. Genauso wie ich ja erwähnt habe, dass wir auch die deutsche Nation ehren, weil wirklich was Gutes und Großartiges aus dieser Nation hervorgekommen ist. Und
und das ehren wir eben. But Mary is never a deity. She's never a god. Aber Maria ist eben keine Gottheit, die man anbeten sollte. Sie ist nicht Gott. Peter is never a deity. Und auch Petrus ist niemals Gottheit. Paul is never a deity. Auch Paulus ist keine Gottheit. These are men and women like you and I that had to get born again just like you and I. Sie alle sind zusammen Männer und Frauen, die von neuem geboren werden mussten, wie auch wir. You don't go to some man and the man goes to God and gets your sins forgiven. Du gehst nicht zu irgendeinem Menschen und dieser Mensch geht dann zu Gott und darin bekommst du Vergebung deiner Sünden. You don't pay money to get somebody out of hell. Und du bezahlst auch kein Geld dafür, dass du jemanden aus der Hölle wieder rausholst. And this is all the stuff that was going on during Martin Luther's time. Diese Praktiken allerdings waren alle voll im Gange während der Zeit von Martin Luther. And he was trying to do all of this stuff and he saw the people suffering. Und er versuchte selbst all diese Dinge zu tun und zu erfüllen und sah gleichzeitig, wie auch viele andere Menschen einfach nur noch litten. And there were even people that like John Hess that was burned at the stake. They called him a heretic. Und es gab Leute wie Jan Hus, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, weil sie ihn als Heretiker bezeichneten, als Ketzer verurteilten. So Martin Luther was told, ihm wurde gesagt, you're to be a teacher. Du sollst ein Lehrer sein. Of scripture. Du sollst ein Schriftenlehrer sein. Wow. The Bible had been locked up. Die Bibel war für ihn nicht verschlossen. Where are you going to find the light? Und wo findet man denn das Licht? The entrance. Der Eingang of God's word brings light. Des Wortes Gottes bringt Licht. It's the word of God that brings light. It has the answer for everything to set people free. Es ist Gottes Wort, das das Licht bringt und die Antwort für jedes Problem hat und Menschen Freiheit bringt. And so he studied. So studierte er also. The Bible. Die Bibel. He was sent to study the Bible. Er wurde geschickt, Woo! Um die Bibel zu studieren. He found out. Und da hat er herausgefunden, the people have not been taught according to the Bible. Dass das Volk nicht gemäß der Bibel gelehrt worden ist. There was a time that he was sent to bring a correction. Und es gab die Zeit, wo er geschickt wurde, um Korrektur zu bringen. And when he got there, und als er ankam, he saw these people going up the stairs on their knees to try to get right with God. Sah er, wie die Leute die Treppen hochrutschten, um irgendwie Gott wohlgefällig zu werden. I'm giving you the simple version today. I'm going to post this in the group because of where I got all this information. Ich gebe euch heute die einfache Version von dem, was ich in Ausführlichkeit heute hochladen werde, um Menschen zu informieren. And I encourage you, watch the Luther movie. Und ich ermutige euch wirklich ganz, ganz arg, schaut euch den Luther-Film an. There's an old one and a new one. Es gibt einen alten und einen neuen und beide sind wirklich stark. The cross, das Kreuz, redemptive work of Jesus was substituted with Mass. Und das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz wurde ersetzt durch die Messe. Every time they did communion, it was like freshly crucifying Jesus again. Und jedes Mal, wenn sie in der Kirche das Abendmahl zusammen feierten, dann war es so, dass sie dadurch jedes Mal aufs Neue und frisch den Herrn Jesus Christus kreuzigten. When Luther got there to confront this issue, und als Martin Luther dort ankam, um diesen Sachverhalt zu konfrontieren, and he was so excited because here's another opportunity. Er war so begeistert, weil für ihn sich eine weitere Gelegenheit to go and bot, do a good work, maybe now, um ein gutes Werk zu verrichten. Und er fragte sich, vielleicht schaffe ich es ja jetzt. And he saw people paying indulgences to get the souls out of hell. Und er sah, wie Menschen wirklich Lösegeld sozusagen bezahlten, um Seelen aus der Hölle zu retten. The priests were doing the mass very fast, very fast. Come on, we got to get the people through. We got to get them through. Und der Priester and money involved. Die Messe so schnell ab, weil er wirklich hetzte und sagte, wir wollen so viele Menschen wie möglich durchschleusen. What he thought would be good for him was ended up being something that he was very disgusted with. Corruption, corruption, corruption. Und wo er erst
gedacht hat, dass es etwas war, was er tat, was für ihn sehr, sehr gut war, hat er später als wirklich abscheulich empfunden, weil er herausgefunden hat, dass das nichts anderes als ein totales System der Korruption war. But you know what? Aber wisst ihr was? Halleluja. Halleluja. He studied the word. Er studierte das Wort. And you know what? Und wisst ihr was? He studied the book of Romans. Er hat den Römerbrief studiert. And does anybody know what the theme of the book of Romans is? Und weiß irgendjemand, was das durchgängige Thema des Römerbriefs ist? Righteousness! Es ist zusammengefasst eigentlich die Gerechtigkeit. And he studied the book of Galatians. Und er hat den Galaterbrief studiert. And on this day, und an diesem einen Tag, he nailed his 95 thesis. Hat er seine bekannten 95 Thesen an die Tür geschlagen? On the door. An diese Kirchentür. Tell me what city it was, Martin. In Wittenberg. That's what I thought. Okay, Wittenberg. On the door of the church. What was the name of the church? Was it St. Augustine or what was the name? Nee, nicht in Worms. What was it? In Wittenberg, stimmt schon. I have it in my notes. But anyway, he nailed those theses on the door. Jedenfalls hat er dort in Wittenberg seine 95 Thesen ans Kirchentor geschlagen. And that thesis exposed all the corruption. Und diese Thesen haben die ganze Korruption, die im Gange war, wirklich bloßgestellt. And in 2 weeks those memos with those 95 theses were sent out all over Germany. Hallelujah. Und innerhalb von 2 Wochen sind dann diese 95 Thesen überall in Deutschland verteilt worden. The what? And it was printed in Nuremberg. I didn't know that. Später dann, ja. Hallelujah. Und später ist das Ganze dann auch in Nürnberg gedruckt and worden. The Reformation began. Und die Reformation fand ihren Anfang. Where did he get that? Aber wo hat er das empfangen? Revelation of righteousness. Aus der Offenbarung der Gerechtigkeit. Hallelujah. Halleluja. Revelation of righteousness. Offenbarung der Gerechtigkeit. I want to close by looking at a couple of the scriptures. Und ich möchte schließen, indem wir ein paar Schriftstellen uns anschauen. It was the church in Wittenberg was called the All. Now listen to this: the All Saints Church. Und hört euch das an: Die Kirche in Wittenberg wurde die Allerheiligenkirche genannt. That was the name. Das war ihr Name. And 2 weeks, this went all over Germany. Und innerhalb von 2 Wochen hat sich diese Aktion, diese Nachrichten in ganz Deutschland verbreitet. And in 2 months, all over Europe. Und innerhalb von 2 Monaten hat ganz Europa davon gehört. He also published a commentary for the people. Er hat für das Volk auch einen Kommentar veröffentlicht on the book of Galatians über den Galaterbrief and the book of Romans und über den Römerbrief. Isn't that powerful? Ist das nicht kraftvoll? Where he got the revelation. Wo er die Offenbarung empfing. And what is the revelation? Und was war die Offenbarung? Righteousness. Gerechtigkeit is the ability. Ist die Fähigkeit. Don't forget this. Und vergesst das niemals. To stand. Zu stehen before the presence of God, in der Gegenwart Gottes without a sense of guilt, ohne irgendein Sünden- und Schuldgefühl or inferiority, oder irgendwelche Minderwertigkeit. As if you had never, als ob du niemals, never, niemals, never, niemals sin before. Vorher gesündigt gehabt hättest. How do you get that righteousness? Wie empfängst du diese Gerechtigkeit? You can't work enough to get it. Du kannst ja nicht genug hart dran arbeiten, um das zu kriegen. And finally Luther came to that point, I can't get it on my own. Und schließlich und endlich kam Martin Luther an den Punkt, wo er erkannte, ich kann es aus eigener Kraft auch gar nicht schaffen. If we could, wenn wir das könnten, then Jesus did not have to come. That's the way it would be. Dann hätte Jesus auch nicht kommen müssen. So war's. Jesus is the only one that lived perfect. Denn Jesus war der einzige,
der ein vollkommenes Leben führte. He's the only one that could do it. He kept the law 100%. Und er war auch der Einzige, der das überhaupt schaffen konnte. Und er hat dann das ganze Gesetz vollkommen gehalten. And the Bible says, und die Bibel sagt in 2. Korinther 5:21, im 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 21, Jesus was made sin. Hallelujah with our sin. Dass Jesus Christus zur Sünde gemacht wurde mit unserer Sünde. That we might be made. Damit wir gemacht würden. Made. Gemacht würden. Look at your neighbor and say made. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm gemacht werden. Hallelujah made. Gemacht werden. Made. Gemacht werden. Made. I'm made. Ich bin gemacht. You know, you have stuff on the, on your products that says made in China, made in America, made in Germany. Wisst ihr, auf this Produkten, was made in heaven through Jesus. Auf Produkten kann man ja lesen, wo Dinge hergestellt werden. So steht vielleicht drauf, made in China, also gemacht in China oder gemacht in den USA oder gemacht in Deutschland, hergestellt in Deutschland. Das, was Jesus tat und was er uns erwarb, ist made in heaven, also vom Himmel her für uns gemacht. Righteousness came out of heaven and on the cross made, made, made. Hallelujah. Made, made you righteous. Gerechtigkeit kam also aus dem Himmel und am Kreuz wurde für dich Gerechtigkeit gemacht. You see, works are not there to make you righteous. Your good works are a result of your righteousness. Seht ihr? Eure Werke führen nicht zur Gerechtigkeit, sondern Werke, die gut sind, kommen aus der Gerechtigkeit hervor. When righteousness lives out through you, things are gonna change. Wenn die Gerechtigkeit anfängt, sich durch dich auszuleben, fangen auch Dinge an, sich zu verändern. But I got news for you. Aber ich habe Nachricht You're still für euch. Not gonna do it 100% perfect with your body all the time. Du wirst es nicht andauernd mit deinem jetzigen Körper immer hundertprozentig vollkommen schaffen. But in your spirit, aber in eurem menschlichen Geist, you are righteous, seid ihr gerecht. And you want to do right. Und du willst auch das Gerechte tun. And the reason you don't sin is you know it's not good for you. Und der Grund dafür, dass du nicht sündigen willst und auch nicht sündigst, ist der, dass du weißt, dass du es gar nicht willst, weil God's es nicht gut got für something dich better. Ist, weil Gott was Besseres für dich hat. Amen. Amen. So that's what this day represents. Das ist es also, was dieser Tag heute repräsentiert. He saw it. Er sah es. You don't pray to the saints. Man betet eben nicht zu den Heiligen. There's no place in the word ever where people ever prayed to saints. Es gibt keine Stelle in den Schriften, to reach God. Wo es jemals vorgeschrieben wird, zu den Heiligen zu beten, um dadurch irgendwie Gott zu erreichen. Es gibt keine einzige Stelle, die uns das sagt, dass wir das tun sollten. It's not in there. Es ist nirgends da drin zu finden. Not one place. An keiner einzigen Stelle. The Bible teaches in John 16:13, we pray to the Father in the name of Jesus. Denn die Bibel lehrt uns im Johannesevangelium Kapitel 16 Vers 13, dass wir zum Vater beten und zwar im Namen von Jesus Christus. Jesus is our high priest. Denn Jesus ist unser hoher your Priester. Your sins are forgiven through him. No man can forgive your sin. Durch ihn sind eure Sünden vergeben und kein Mensch kann sonst eure Sünden to vergeben. Exalt yourself to that position is blasphemy. Und es ist eigentlich absolute Gotteslästerung, wenn ein Mensch sich in diese Position heben lässt. And speaks totally against the redemptive work of our Lord Jesus. Und sowas spricht total gegen das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. And this is what Martin Luther saw. Und das ist es, was Martin Luther sah. It's John 16:23 and John 14:13. Those are the two verses that talk about praying to the Father in Jesus' name. Also Johannes 16 Vers 23 und the second one. 14:13 and 16:23. Also Johannes 16 Vers 23 und Johannes 14 Vers 13. Diese beiden Stellen reden davon, dass man zu Gott dem Vater betet in dem Namen Jesus. There is no purgatory. Und es gibt nicht sowas wie das Fegefeuer. There was a place. Es gab einen Ort. And this is found in Luke 16. Und das kann man in Lukas 16 called finden. Called Abraham's bosom. Der wird genannt Abrahams Schoß. And we've learned this in our Bible school.
Und wir haben darüber gelernt in unserer Bibelschule. And that was where all the Old Testament believers went. Und das war der Ort, wo all die alttestamentlichen Glaubenden hingingen. When they died. Als sie starben. And they waited. Und sie warteten dort. Until Jesus came. Bis Jesus kam. Not for somebody to buy him out. Nicht darauf, with dass money. Jemand kam, um sie daraus hervorzukaufen. Jesus bought us out with much more than money. He bought us out with his blood. Jesus hat uns losgekauft mit viel mehr als nur mit irgendwie Geld, sondern er bezahlte für unsere Befreiung mit seinem eigenen Blut. There's nothing of greater value than the blood of the Lord Jesus Christ. Es gibt nichts, was größeren Wert hätte als das Blut unseres Herrn Jesus Christus. That's what was shed for your forgiveness. Denn das ist durch ihn als Retter für deine Vergebung vergossen worden. There is no purgatory. Und es gibt kein Fegefeuer. There is no place that people go anymore waiting to go to heaven. You die and you either go to hell or you go to heaven. I'm going to heaven. Es gibt keinen Ort, wo du noch darauf warten müsstest, in den Himmel zu kommen. Es gibt entweder Hölle oder Himmel, wo man hingeht. Und ich gehe in den Himmel. How many of you going with me? Und wie viele von euch gehen mit mir? Halleluja. The Pope cannot pardon your sin. He's not a deity. Der Papst kann deine Sünden dir nicht wegnehmen, denn er ist kein Gott. He's not a deity, he's a man. Er ist keine Gottheit, sondern er ist ein Mensch. And this one is really crazy. Und dieser hier jetzt ist wirklich verrückt. And I'm not afraid to say that either. Und ich habe keine Angst, das auch klar zu machen. I love people, but I'm not afraid to confront what is wrong. Ich liebe Menschen, aber ich fürchte mich nicht davor zu konfrontieren, was definitiv falsch ist. And some of the stuff that he supports is definitely against the word of God. Und einiges von dem, was er klar unterstützt, ist definitiv genauso klar auch gegen Gottes Wort. Jesus is our Lord. Ist unser Herr. He's our Savior. Er ist unser Retter. He's our High Priest. Er ist unser Hoher He's Priester. The one that stands between us and God. Him and Him only. Er ist derjenige, der zwischen uns und Gott steht. Er und er alleine. And this is the revelation that brought the Reformation. Und das ist die Offenbarung, die die Reformation hervorbrachte. That set the people free from religion. Und was die Menschen freisetzte von Religion. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For what you did for us. Für das, was du für uns getan That's hast. That's what this day represents. Und Righteousness. Das ist es, was dieser Tag repräsentiert, nämlich Gerechtigkeit. Righteousness. Gerechtigkeit. Through faith. Durch Glauben. That's what Martin Luther saw. Das ist es, was Martin Luther sah. Go to Romans 1:17. We're almost done. Wir sind schon fast fertig. Geht mal in Römer 1, Vers 17. Let's read verse 16 before 17. For I am not ashamed. Lass uns zunächst noch Vers 16 vorher lesen. Da heißt, denn ich schäme mich nicht. Think about if you're Luther and you're studying the scriptures. Denk mal drüber nach, wenn du Lutheraner bist, studierst du die Schriften. And you know the history of the person that wrote this verse, Paul. Und du kennst die Geschichte dieser Person, die das geschrieben hat, nämlich Paulus. And Paul says. Und Paulus sagt. There's a man, Luther's thinking, there's a man, he wrote this. I'm not ashamed of the gospel of Christ. And Luther was full of shame. Luther hat das gelesen und er erkannte hier, dass das jemand geschrieben hatte, der sich nicht schämte. Luther selbst, der voller Scham und Minderwertigkeitsgefühlen war, He's er las to get das. Free. He's trying to get free from this shame, this guilt. Und er versuchte, frei zu werden von diesem Schuldgefühl und diesem Schamgefühl. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Hallelujah, Reformation Day. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Hallelujah, Reformationstag. That's what we celebrate today. Das ist es, was wir heute feiern. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! That's what we celebrate. Das ist es, was wir feiern. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen.
For therein is the righteousness. Oh, this is what I'm looking for. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit und genau danach schaue ich. Revealed from faith to faith, for it is written, the just shall live by faith. Geoffenbart aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hallelujah. Halleluja. Go to Romans 5. Geh mal in Römerbrief 5. And then he realized, und da erkannte er, that it's a gift. Dass es ein Geschenk ist. It's a gift. Ein Geschenk. A gift is not something you work for. Ein Geschenk ist etwas, wofür du nicht arbeitest. A gift is not something that you earn. Ein Geschenk ist auch etwas, was du nicht verdienst, sonst wäre es ja kein Geschenk mehr. You understand? Versteht ihr? He read this. Er hat das gelesen. Look at this. This is so good. Schaut euch das an, das ist so gut. You want to please God, you want to make heaven, you're doing everything you can to get right with God. Versetzt euch da vielleicht ein bisschen rein. Er war so drauf und dachte, ich muss irgendwie schaffen, vor Gott gut dazustehen und ihm wohl zu gefallen. Irgendwie muss ich richtig vor Gott werden. Verse 1, therefore being justified or made righteous by faith, hallelujah. Vers 1, da wir nun aus Glauben gerecht fertig worden sind, also gerecht gemacht worden sind. Think about verse 12. Oder denkt über Vers 12 nach. Wherefore is by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there's no law. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, or after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come, who is that, that is Jesus Christ, he is the last Adam. Hallelujah. Hallelujah. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Und der kommen sollte, war Jesus Christus, der letzte Adam genannt wurde. Go down to verse 15. Geht runter, Vers 15. But not as the offense, so also is the free gift. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. For if through the offense of one, referring to what Adam did, many be dead, much more, hallelujah, much more the grace of God and the gift by grace. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind und dieser eine war die Übertretung des Adam, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überstrebendem Maß zu den vielen gekommen? Do you know what grace is? Wisst ihr, was Gnade ist? Grace Gnade is what Jesus worked for. Ist das, wofür Jesus gearbeitet that hat. You could freely receive by faith. Dass du aus Glauben, aus freien Stücken empfangen kannst. What he worked for. Wofür er gearbeitet hat, that you can receive. Dass du es empfangen kannst. Halleluja. Halleluja. This is what Martin Luther read. Das ist es, was Martin Luther gelesen hat. He said, my goodness. Er sagte, meine Güte. Can you imagine him? Könnt ihr euch in ihn hineinversetzen, als er diese Verse las? And he's seen all the stuff he's seen and he's tried to do all the things that he could do. Und er sah all das Zeug, was im Gange war, und er versuchte all diese Dinge eben zu tun und zu erfüllen, die er eben tat. And then you jump over the book of Galatians where it says, for by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast. Und wenn man dann in den Galaterbrief reinspringt, wo es heißt, dass aus Gnade jemand gerecht wird aus Glauben und damit eben keiner sich rühmen kann. Lest any man should boast. Dass keiner sich rühmen kann. Can you see this? Könnt ihr das sehen? Much more, everybody say much more. Viel mehr, und sagt das mal, viel mehr. The grace of God. Ist die Gnade Gottes. Ooh, Reformation Day is a grace day. Also der Reformationstag ist ein Gnadentag. Amen. Amen. It's a righteousness day. Es ist ein Gerechtigkeitstag. Halleluja. Halleluja.
And the gift of what? Righteousness. Und das Gnadengeschenk und Geschenk von was denn? Geschenk der Gerechtigkeit. Which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. That's me, that's you. Hallelujah. Durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen ist, und in diesen vielen bist du und ich, wir sind da drin, Halleluja. And not as it was by one that sinned, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Can you imagine this? Könnt ihr euch das vorstellen? Martin Luther had this picture of Jesus that he was mad and full of wrath all the time. Martin Luther hatte von Jesus Christus diese Vorstellung, dass er voller Zorn die ganze Zeit über gegenüber, dass Jesus ihm immer gezürnt hat und dass Gott auch andauernd wütend war auf die gesamte Menschheit. Du kannst nicht genügend tun, um ihn glücklich zu stimmen. Und dann liest du das hier, dass es ein Geschenk ist. Und dann start seeing the love. Und dann fängst du an, auf einmal die Liebe zu erkennen. Of God to set us free. Die Liebe Gottes, die uns freisetzt. Knowing that we couldn't get ourselves free through our works. Wohlwissend, dass wir uns durch unsere eigenen Werke nicht in die Freiheit bringen könnten. But through his son that worked, that we could receive it as a gift. Aber durch den Sohn, der das gewirkt hat, dass wir alles in freien Stücken als Geschenk annehmen können. I mean, you have to understand. Ich meine, ihr müsst hier verstehen. This revelation exploded so much in him, he had to get it out. Dass diese Offenbarung so sehr in ihm explodierte, dass er sie rausbringen musste. Even at the point that they threatened to kill him. Sogar bis zu dem Punkt, wo er sich selbst in Lebensgefahr begab, weil sie ihn drohten zu töten dafür. When he stood before the highest emperor in the land. Wo er vor dem höchsten Herrscher des Landes stand. That it was already responsible for another one they called a heretic. Der ja bereits verantwortlich für den Tod von jemanden, der vorausgegangen war, ja, und der als Ketzer eben getötet wurde. They burned him on a pole. Nämlich Johannes Hus, ihn verbrannten sie am Pfahl. And they tried to put Luther in the same category. Und sie haben versucht, Martin Luther in dieselbe Kategorie zu bringen. And he said, before I answer, und er sagte, bevor ich euch antworte, give me 24 hours, gebt mir noch einen Tag Bedenkzeit, because I'm not going to violate the word of God. Denn ich werde nicht Gottes Wort in irgendeiner Weise verletzen. He was willing to put his whole life down. Er war bereit, sein ganzes Leben dafür dran zu geben. Think about the freedom we have today. Und denk mal darüber nach, welche Freiheit wir heute haben. And then God used him. Und dann hat Gott ihn gebraucht, get the word of God out, das Wort Gottes rauszubringen, where we can study it, damit wir ourselves, es für uns selbst lesen können, you see, the dark ages came because the word was taken out. Seht ihr, das finstere Mittelalter ist deshalb gekommen, weil Gottes Wort vor der Bevölkerung verschlossen wurde. But how much light we have today. Aber wie viel Licht haben wir heute? That's what this day represents. Und das ist es, was dieser Tag repräsentiert. Amen. Amen. Aren't you glad you're righteous? Seid ihr nicht froh, dass ihr gerecht seid? Read this last verse together. Und lasst uns zusammen diesen letzten Vers lesen. Verse 15. Vers 15. For if by one man's offense death reigned by one, much more those that receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Hallelujah. Also besser gesagt, Vers 17 in der 17. deutschen Übersetzung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Thank God for his righteousness. Dank sei Gott für seine Thank Gerechtigkeit. God for his righteousness. Dank sei Gott für seine Gerechtigkeit. Hallelujah, Father. Hallelujah, Vater. Father, we thank you. Vater, wir danken dir for that gift of righteousness, für diese Gabe der Gerechtigkeit, that you have provided for us, die du für uns bereitgestellt hast, through your son Jesus Christ. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Thank you, Lord. Here, I'll get it, Nigel.
I think Pastora has something she wants to share real quick. We'll let her do that. Ja, wir lassen sie uns. Have you learned something today? Das teilen, was sie hat, und habt ihr heute was gelernt? Today? Seid ihr heute gesegnet worden? Are you glad you're righteous today? Seid ihr heute froh, dass ihr gerecht seid? Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hey, do you have something? We're just wrapping up. Yeah, I have something. All right. Hallo zusammen. Grüß dich. Also, ich habe am Herzen noch zu sagen, dass das nicht allein der Martin Luther war, sondern eine ganz große Rolle hat auch die Katharina von Bora dabei gespielt. Ja. Das war eine Nonne, und zwar war das so, wenn man, sie musste mit 5 Jahren, wurde sie von den Eltern ins Kloster gebracht. Ja. Und es war so, wenn man eine Nonne, die das Kloster verlassen hat, aufgenommen oder ihr geholfen hätte, dann wurde man zu Tode verurteilt. Ja. Und also man würde hingerichtet werden. Und was wirklich interessant ist an der ganzen Geschichte, ich habe mal einen Film gesehen über starke Frauen, und da wurde sie erwähnt, sie hat einen großen Teil der Reformation beigetragen, weil sie hat dem Luther ermöglicht, dass er den ganzen Tag in seinem Kämmerchen saß und die Schriften studiert hat, übersetzt hat. Sie hat nicht nur den Haushalt geführt, sie hat ganz viele Leute aufgenommen, verköstigt, die wiederum den Luther beigestanden sind, die Schriften überhaupt zu schreiben. Wow. Und sie hat dann auch Getreide verkauft, sie hat Landwirtschaft betrieben, sie war so erfolgreich, also sie war wirklich eine Sprüchefrau, dass Luther hatte ihr auch einen Spitznamen gegeben und hat sie liebevoll meine Herrin genannt. Also ich möchte einfach auch aufzeigen, ohne Frauen wäre das Ganze möglich, gar nicht möglich gewesen. Und deswegen sollte man nicht nur den Martin Luther erwähnen, sondern auch sie, weil sie eine große Rolle an der Reformation gespielt hat. Und ja, die Frau repräsentiert ja die Gemeinde und ist Christus eine große Hilfe. Also wenn die Frauen vergessen werden in ihrer Hintergrundarbeit, dann wird auch die Gemeinde vergessen. Mhm. Und wir sollten sie ehren und hochheben. Wow. Amen. 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 Yes, very good that you bring that today. Wow. Ja, sehr gut, dass du das noch rausgebracht hast. Und das ist wirklich auch interessant, ihr Leben anzuschauen, weil wir Frauen sind nicht nur irgendwo so eine kleine Rolle. Und wenn ich fand es einfach auch wunderbar, wie Luther sie geehrt hat und auch sie gelassen hat. Ja, yeah, that's right. Super. Genau. Amen. Hey, lead dann us in a prayer. Führ uns doch noch in ein Gebet hinein. As we close today. So wie wir jetzt heute hier zum Schluss kommen. Halleluja. Himmlischer Vater, Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für den Tag. Wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir für Männer und Frauen Gottes, die einfach ihr Leben für dein Werk hingegeben haben. Und wir danken dir, dass du am Thron der Größte bist und wir in deinem Namen die Autorität und die Herrschaft haben. Und wir binden über diesen Tag die Geister, die zerstören wollen, die kaputt machen wollen, im Namen von Jesus Christus setzen wir den Weg frei, einfach dein Evangelium zu verkünden. Danke auch für all die heute ihre Zeit geben, um das rauszubringen. Und ich danke dir, dass es vorbereitete Werke sind, in denen sie wandeln. Danke, dass
dass viele heute auch wirklich die Wahrheit erkennen werden, yes, durch diese Aktion, was durch die Gemeinde geschieht, und sie frei werden. Halleluja. Danke, Herr, dass, ja, für diesen Tag, im Namen von Jesus. Wow. Amen. 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 Super. Amen. 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 Ja, gut. Wow. Halleluja. It's for Margie's birthday. Anlässlich Margies, wow, Geburtstag. Margie, come up here and pray for it. Schenkt sie noch Pizza aus. Come here and pray for the food. Komm doch mal bitte nach vorne und bet über dem Essen. Mhm. Ja. Liebe Gott, danke für das wunderbare Gottesdienst und danke auch für den schönen Tag. Und ich möchte bedanken und geben diesen Essen, was ist der Rainer uns besorgt. Danke Gott, danke, dass diesen Essen sind gesegnet. Und wir bitten, dass diesen, was die alles Rainer getan hat, er kriegt auch zurück in mehrfach. In Jesus' Name. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Thanks, Rainer. Ja, danke Rainer. Don't forget, when you're on the front, please wear your mask. We love you guys. Bitte vergesst nicht, wenn ihr nach vorne geht, mit Maske rumzulaufen. And let's have an awesome day for Jesus. Wir lieben euch und lasst uns für Jesus zusammen einen gewaltigen Tag haben. We'll see you on Wednesday. Wir sehen euch dann wieder am Mittwoch. That's teaching night. Am Bibellehrabend. And then next Friday we'll go back out on the streets. Und nächsten Freitag werden wir wieder losziehen auf die Straßen raus. Amen. 7 o'clock. Be here. 19